Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Ich begrüße Sie alle am dritten Tag der Plenarsitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, und teile Ihnen mit, dass zur Tagesordnung die Punkte 6, 13 bis 17, 19, 21, 23, 25 bis 29, 42 bis 46 und 53 und 58 noch offen sind. Auf Wunsch der Fraktion der FDP sollen die Tagesordnungspunkte 27 und 53 miteinander verbunden werden. Sind alle damit einverstanden? Alle nicken oder sagen gar nichts. Also sind Sie mit einverstanden? Dann ist das so. Machen wir so. Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute bis 18 Uhr. Mittagspause eine Stunde. Erst kommen die Aktuellen Stunden, übliches Verfahren. Nach 45 wird der Dringliche Antrag zum Thema ohne Aussprache aufgerufen, sofort abgestimmt. Es fehlen heute entschuldigt die Frau Staatsministerin Lucia Buttrich bis 10 Uhr. Der Staatsminister Axel Wintermeyer ist erkrankt. Es fehlen weiter die Abgeordneten Lothar Quanz, Jürgen Lenders und Dieter Franz. Ich weise Sie darauf hin, der Wahlausschuss zur Wahl der richterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs heute sofort nach Eintritt in die Mittagspause im Kabinettszimmer zusammenkommt. Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten ihre Informationen per E-Mail. Ich möchte auf die Informationsveranstaltung über die Baumaßnahmen zur Schlosssanierung und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen hinweisen, die heute zu Beginn der Mittagspause im Raum 115 S stattfinden wird. Dann haben wir heute ein Geburtstagskind unter uns. Ich gratuliere sehr herzlich unserem Freund, dem Abgeordneten Peter Stephan. Wo ist er? Peter, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, Glück auf. Haben wir sonst noch was? Nicht der Fall.